Einen wunderschönen guten Tag hier zurück auf der Bindelbach mal wieder. LS15, wie immer zu dieser Zeit, am heutigen Tage. Ja, Netzrolle ist gleich leer. Müssen wir aufpassen. Hier mit der Geschichte. So, jetzt sollte eigentlich dann gleich die Meldung kommen. Wenn er dann versucht, genau. Gut, dann schalten wir mal hier wieder ab. Und jetzt kommt nämlich die nächste geile Geschichte hier. Einmal hier auf. Ups. Und jetzt muss ich mal schnell die Hilfe wieder einschalten. Und zwar auf Taste X können wir das Ganze eben dann so hier füllen. Da muss ich gleich mal hier. Shit, zu spät. Schade eigentlich. So, und dann müsste doch eigentlich. Kann ich jetzt gar nicht. Ne, kann ich erst, wenn sie wieder leer ist, den Schlitten wieder auffüllen. So, und wir haben wieder 37 Ballen, die wir pressen können. Dann schalten wir das Gerät wieder ein. Und weiter geht's. So, jetzt hoffe ich mal. Geht sogar ziemlich gut hier der Bogen. Hätte ich gar nicht so erwartet, dass wir hier halbwegs sinnvoll rumkommen. Und ja, jetzt geht's hier bergauf plus Ultima am Pressen. Das hält natürlich den Traktor auch ein bisschen auf. Aber das Heuballenpressen geht schon extrem viel schneller als jetzt vorhin das Silageballenpressen. Das ist definitiv der Fall. Ich find's einfach geil. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt in dieser Aufnahmesession schon gesagt habe, aber ich finde die einfach geil. So, der rollt jetzt wahrscheinlich dann irgendwo hin. Wieder mal. Jetzt ziehe ich nämlich hier gleich mal den Streifen hier raus. Und ja, jetzt stehe ich halt ziemlich blöd hier. Merke ich gerade. Na, Traktor. Muss ich jetzt echt mal hier wieder. Okay. Okay. Das ist schlecht. Mein Joystick geht schon wieder mal nicht. Und da habe ich ja, wie wahrscheinlich einigen bekannt. Okay. Gut, schafft der MB-Truck gar nicht mehr hier wieder rückwärts hochzuschieben. Macht aber jetzt auch nichts. Dann fahren wir einfach hier die nächsten Bahnen ab. Wir haben ja genügend noch hier rumliegen. Von dem her können wir uns da ja entscheiden, wo wir hingehen. Jetzt müssen wir schnell schauen. Hier ist es auch nicht. Okay, irgendwas stimmt schon wieder an meinem Profiler nicht. Was natürlich jetzt durch neue Spiele und alles Mögliche sein kann, dass das dadurch Probleme in irgendeiner Form gibt. Ich weiß es noch nicht, an was oder wie was da los ist. Muss ich mir dann mal anschauen. Ja. So, einmal rückwärts fahren für Trottel. So, jetzt geht's aber. Mache ich ein Pickup schnell hoch. Dass wir hier sinnvoll irgendwie suchen wollte ich. Und dann hier einmal die Runde rum. So, genau. Pickup wieder senken. Und dann geht's hier weiter in die nächste Bahn. Ja, das Aufsammeln wird dann eine relativ schnelle Geschichte mit dem Ballenwagen. Das sollte eigentlich gleich passiert sein dann. Da ist jetzt eben nur das Ballenpressen, das zieht sich natürlich dann doch ein bisschen. Aber ich glaube, es ist auch zum Zuschauen eine ganz coole Geschichte mit der Ultima hier die ganze Aktion zu machen. Na komm, jetzt zieh den Streifen da hoch. So, danke. So, und ein Ballen macht sich mal wieder selbstständig. Ich hoffe, dass der uns jetzt dann nicht im Weg liegt. Das wäre sehr, sehr blöd. Müsste man irgendwie ein bisschen auf die Seite schieben. Ich hätte mir eigentlich diese Frontlader
Ja, eigentlich hätte ich mir nur einen Frontlader mit Ballenspieß dran machen müssen. Dann hätte ich nämlich hier mir Platz schaffen können, wenn es soweit gekommen wäre. Aber ich glaube, der Ballen liegt ganz gut, genau, ganz knapp neben der Bahn. Das sollte dann passen. So, jetzt komm, 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 komm. Auf geht's. Ja, heute mal wieder mega Aufnahmetag, wieder alle Projekte, einige Folgen hier am Aufnehmen heute, damit ihr wieder die Wochen über pünktlich die Videos zu sehen kriegt und auch am Wochenende oder ja, auch wenn ich mal keine Zeit hätte, dass die natürlich alle hier zeitnah dann kommen oder eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das heißt für mich dann meistens kombiniere ich das Ganze eben dann an einem Tag und ja, heute Abend dann noch Aufnahmesession einer neuen Geschichte. Also ich denke mal, wenn ihr diese Folge seht, wird es das Projekt schon geben. Und zwar spiele ich da mit dem Carvan zusammen den Bus-Simulator im Multiplayer. Ich bin schwer gespannt, was dabei rauskommt bei uns zwei Chaoten. Was leider ein bisschen schade ist, dass man nicht auf ein und derselben Karte spielt, sondern anscheinend in verschiedenen Städten. Und somit sich nie in die Quere kommt. Das wäre halt schon eigentlich cool, wenn es alle, ja, wie Bus-Simulator oder Bus-Simulator, wie ATS oder so, dann in dem Fall eben auch die Kombi gäbe, dass man da ja eben zusammen dann Touren fährt, eventuell mal so Spezialaufträge, dass ein Event ist und man da mit mehreren Bussen vor Ort sein muss. Das wäre halt noch cool. Aber das gibt's leider nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, wird das Projekt ganz cool. Und ja, dann ist noch die andere Geschichte. Wir spielen Factorio, ein sehr, sehr geiles Fabrik-Aufbauspiel. Erinnert mich immer sehr irgendwie an Command & Conquer Alarmstufe Rot durch diese 2D-Grafik. Aber es macht einfach so viel Spaß, das Spiel zu spielen, wenn man echt mitdenken muss, die ganze Infrastruktur sich da schon zurechtlegen muss. Und ja, man fängt immer wieder von vorne an, dass man alles wieder umbaut und hin und her baut, weil irgendwas im Weg steht oder zu klein dimensioniert war am Anfang. Und ja, es macht einfach echt riesig, riesig Laune, das Spiel. Es ist natürlich für uns teilweise, ihr werdet es auch an den Videos dann sehen, die ersten Parts haben wir noch relativ viel gesprochen und irgendwann sind wir dann so in unserer Denkphase und in dieser Überlegensphase, dass natürlich auch das Sprechen eher weniger geworden ist. Aber dementsprechend, also es werden auch wieder dann Parts kommen, wo wir definitiv mehr sprechen. Und ja, da bin ich eigentlich ganz froh, dass das jetzt mit dem Carvan zusammen geklappt hat. Weil es mit ihm schon Spaß macht aufzunehmen, die ganzen Geschichten. Und ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Wir haben übermorgen, nehmen wir die nächsten Parts auf. Factorio kommt dann immer jeden zweiten Tag. Und je nachdem, wenn ihr natürlich das Spiel auch so feiert, wie wir es feiern, dann wird es davon auch mehr Folgen geben unter der Woche. Oder überhaupt haben wir uns eben die Option freigelassen, dass wir dann gegebenenfalls auch täglich aufnehmen.
täglich Folgen bringen, nicht täglich aufnehmen. Aufgenommen wird da immer eher in, ja, in Sessions, dass man da einfach, ja, wenn wir beide dann Zeit haben, dann nehmen wir mal so ein, zwei Stunden zusammen auf. Und ja, dann jetzt aktuell eben jeden zweiten Tag. Also das heißt, bis Mitte März ist jetzt erstmal eigentlich alles, hoppala, das war nicht so gut hier. Bis Mitte März ist jetzt erstmal die Folgen soweit aufgenommen. Ich glaube bis zum 11. oder so. Und ja, da könnt ihr natürlich mit einem Like oder auch einem Kommentar natürlich sehr viel selber auch reißen, wenn ihr das Spiel öfter sehen wollt. Einfach einen Kommentar und auch eben Like da lassen, kommentieren, damit wir einfach sehen, hey, euch gefällt das Spiel und ihr habt da Bock drauf. Und so ist es natürlich hier auch. Also klar, LS mache ich die Projekte jetzt eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, weil es mir selber wahnsinnig viel Spaß macht. Aber ihr könnt darauf trotzdem in einem gewissen Maße Einfluss nehmen, auch was eventuell Fahrzeuge angeht. Einfach mal schreiben, wenn ihr mal sehen wollt, was hier wirklich alles für, was ich für Mods im Ordner habe. Kann ich gerne mal eine Folge machen, wo wir da komplett durchgehen durch die ganzen Mods, die hier so zur Verfügung stehen. Was ich leider nicht machen kann, und das habe ich ja auch schon in mehreren oder unter mehrere Kommentare geschrieben, ich kann euch keine Modliste liefern, beziehungsweise werde ich auch nicht machen, weil ich dann immer im Zugzwang bin, dass die auf dem aktuellen Stand sein muss und sowas kann ich machen, wenn ich viel Zeit dafür habe, nur es gibt eben auch dann wieder Zeiten, wo ich, ja, im Endeffekt eben gerade mal die Zeit findet, dass ich aufnehme, und dann ist es eben extrem schwierig, da sicher eine lückenlose Modliste zu liefern. Und zum anderen ist eben dann auch noch das Problem, dass alleine jetzt hier die Karte, wie man sieht, baue ich mir selber um, und diese Karte wird es so in der Form von mir nirgends zum Download geben. Also das heißt, ihr habt zwar dann da die Grundmap, die steht natürlich drinnen, aber ihr werdet nie die Version kriegen, die ich hier habe. Also das, und ja, ich glaube, wer jetzt einmal kurz in sich geht, wird auch wissen, was das für eine Karte ist. Ich meine, steht ja groß im Titel drin, was wir hier für eine Karte spielen. Und ja, also da bei einigen Sachen doch auch einfach bitte ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Und ja, in dem Fall stelle ich jetzt zum einen die Ballenpresse hier hinten rein. Ja, einfach mal so Beschriftungen von Maschinen lesen. Dann sollte sich da eigentlich alles klären. Ach shit, jetzt hänge ich da schon wieder fest. Diese gelenkte Hinterachse ist nicht so einfach zu handeln. Da parke ich im Moment besser mit LKW-Anhängern ein, als mit diesem Gespann hier. So kann man natürlich auch eine Folge füllen. Wie parke ich richtig meine Maschinen? So, jetzt sollte das Ganze aber... Jetzt ziehen wir sie wieder ein bisschen vor, nicht dass sie da hinten dann noch durch die Dingens hier durchscheint. So, aber Fahrzeugwechsel jetzt mal, denn ich will ja hier nicht nur mit dem MB-Truck, sondern wir werden jetzt hier wieder unseren JCB nehmen und damit dann Ballen sammeln. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich sie lager, aber wir sammeln sie auf jeden Fall mal. Wo habe ich denn? Ach, den habe ich da hingestellt. Jo, dann einmal hier rüber. Ja, ich glaube, ich muss da echt ein bisschen was an dem Hof noch ändern, dass wir hier ein bisschen mehr Möglichkeiten kriegen, Zeug hier zu lagern, weil das ist im Moment echt ein Problem, hier wirklich alles unterzukriegen. Wobei wir hier natürlich
Ich glaube, ich ziehe dann den Spader wieder weg da von der Stelle und ja, mach den dann auf irgendwo in eine Halle rein. So, wir brauchen Standardstroh, braucht man nicht. Quaderballen gemischt auch nicht. Ich brauche BM. BM Modding. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. BM Rundballen gemischt. Na, ich würde eigentlich gerne rein. BM M-Silage und 1,4 Meter. Genau. Dann machen wir hier mal auf B. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Dann genau, sammeln wir hier mal Silageballen. Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.